Einen wunderschönen guten Abend, was geht, Leute? Herzlich willkommen. Blubbele moin, was geht ab? Wölfchen, guten Abend. Garumot, grüß dich. Zolti Sandra, guten Abend. Atlanta, was geht? Kautenkind, guten Abend. Seinspinner, grüß dich. Niedelotte, hallo. Dame Patrick, was geht ab? Iron Don, hallo. Nora, grüß dich, guten Abend. Last Firefly, was geht ab? The Beachy Beachy, moin, was geht? Nappy, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Und alle anderen. Herzlich willkommen, was geht? Was geht, was geht, was geht? So, wir gehen mal hier rüber. So, Kamera ist noch nicht angeschlossen. Hab's jetzt noch nicht geschafft. So. Bin ein bisschen verspätet jetzt nach Hause gekommen, deswegen hat das alles ein bisschen verzogen. Aber ich muss sagen, was ist denn hier los? Ist der Server gerade down? Was macht der Husten? Ja, ist ein bisschen besser geworden. Man ist noch da, aber ich glaube mittlerweile, dass es mein Asthma ist halt. Ich habe jetzt mein Notfallspray, mein Tagesspray habe ich noch nicht. Das hat Lieferzeit, das kriege ich dann jetzt die Tage. Aber ansonsten klappt das eigentlich ganz gut. Oh, ein Gast. Leute, ist der Server down? Wisst ihr das? Weil ich kann hier nicht einloggen. Nee, ist live. Okay. Wie verbinde ich mich denn jetzt mit dem Server, Alter? Der wird mir jetzt offline angezeigt. Pass auf, wir gehen mal rüber. Da kommt der Husten, Alter. Ihr habt ihn heraufbeschworen. So, hier steht offline. Aber warum offline? Was hat sich denn seit gestern geändert? Musst aktuell... ich wusste es. Danke, Mai. Damn, wie heißt er denn? Ich muss ihm auf die Lucky 5 Seite gehen. Warte mal. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, wie man sich damit verbindet. Das ist Lucky 5 Video. Oje, oje, oje. Ach, Leute, diese Herausforderung. Mal wieder. Warte mal. Das ist der Link. Ja, warte, ich guck das eben nach. Moment. Ich bin jetzt gerade herausgefordert. Ich muss das jetzt für mich gerade selber herausfinden. So. Warte mal, ich muss mir das auf dem Bildschirm hier. Das ist ja gar nicht so einfach hier. Eine dramatische Musik dabei läuft, ne? Sag mal, wo hast du das denn her? Ist das auf der Lucky 5 Seite zu finden? Ich muss es für mich herausfinden, wo man sowas findet hier. Guck mal, ich bin das perfekte Beispiel dafür, Leuten zu zeigen, die gar keine Ahnung haben von Roleplay, beziehungsweise von, also gar keine Ahnung haben von technischen Sachen, aber dafür Ahnung von Roleplay, warum?
wie man auf so einen Server hier drauf kommt. Steht auf dem Discord Community Support. Mhm. Ja, das sind immer so viele Seiten, ey. Warte mal. Das steht nicht auf der Lucky Five Seite. Das ist ja sehr irreführend, ne? Findet ihr nicht? Community Support. Server IP. Ja, das sieht mal einer an. Mhm. Man kann dich nicht mal eine halbe Stunde alleine lassen. Ja, selber schuld. Da, Leute, genau das wollte ich provozieren. Ich wusste, dass diese Schwingungen Shichibi hervorrufen. Sie ist wie so ein Poltergeist. So. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal das Intro. Bis gleich. Jetzt habe ich zu früh gedrückt. Ja, Leute, herzlich willkommen nochmal. Oh Gott. Ihr seht, wir sind jetzt hier gerade, es musste gerade ein Server-Neustart stattfinden, ne? So, ich hol mir mal einen Schluck Wasser und dann geht's hier gleich auch schon los. Ich ärgere mich ja ein bisschen, dass ich die Kamera nicht angeschlossen habe, ne? Aber gut, wir wollen ja jetzt hier schnell durchstarten. So. Und Abmarsch. Living Rock, Dankeschön für 9 Monate. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Und Dankeschön für das ganze Chaos, was du immer über dich ertragen, über dich ergehen lässt. Und auch an alle anderen, ne? Also. Ich glaube, ihr braucht das. Ich glaube, ihr seid Menschen, die ein sehr geordnetes Leben führen und hier reinkommen, um halt so ein
so einen unerfüllten Trigger befriedigt zu bekommen. Ich bin einfach von felsenfest überzeugt. Ich bin eure abendliche Befriedigung. Jetzt habe ich mich beim Trinken nass gemacht. Richtig nass und ich habe ein weißes T-Shirt an. Nein. Gott, scheiße, Mann. Ja, ihr merkt schon, ich bin überarbeitet. Ja, befriedige uns. Warte mal, ich muss mal ein Spray eben nehmen. So. Alles klar, Intro hatten wir schon. Ab geht die Luzi. Davis? Ja, guten Abend, Miss Davis. Ah, guten Abend, Mr. Napier. Wie geht es Ihnen? Fantastisch, fantastisch. Ja, hervorragend. Sagen Sie, heute ist ja Ihr großer Tag. Ich wollte nachhorchen, ob man was dazu stoßen kann. Oder ja, selbstverständlich. Langsam zu Ende. Nein. Also wir sind auf jeden Fall noch eine Weile am Feiern. Ja, hervorragend. Gut, dann würde ich mich gleich auf den Weg machen. Alles klar. Danke sehr. Dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wir sind halt ein bisschen spät dran, ne? Aber ich habe es nicht anders einrichten können. Aber ich bin extra heute für Mia Davis online gekommen. Aber was habe ich jetzt hier genommen? Schwarze normale? Nein, das wollte ich gar nicht haben. Könnten auch rotglänzend anziehen.
Aber das ist halt riskant, ne? Ich will eigentlich bei Schwarz bleiben, weil ich kenne die Leute nicht. Da bist du mit Schwarz immer auf der sichersten Seite. Wir bleiben so. Oh Gott. Das wäre so unangenehm. Normalerweise hätten wir jemanden von der Familie vorschicken müssen. Selber, okay. Oh, ein Gast. Okay, ich hab's jetzt, Leute. Maddie anrufen, ob sie meine Begleitung sein will. Mm-hmm.
Salami anrufen, Alter. Es ist wieder einer dieser Tage, ich merke das schon, Alter. Das ist Lami, Alter. Hier, guten Abend. Guten Abend, der Napier. Hier, wie geht es Ihnen, Mr. Lami? Ja, mir geht's sehr gut, ich kann mich nicht beschweren, ne? Ja, ausgezeichnet. Und Ihnen? Ja, man kann sich nicht beklagen. Sagen Sie. Wunderbar. Was machen Sie gerade? Na, Taxi fahren. Ja, ausgezeichnet. Das heißt, Sie sind am Arbeiten. Richtig. Gut. Ich benötige eine Limousine. Ja. Am Italy. Alles klar, dann komme ich sofort vorbei. Gut, alles klar. Ach so, und ziehen Sie sich schick an, ja. Okay. Gut, bis gleich. Bis gleich, ciao. Lee vielleicht? Ah, warte mal. Auch nicht da. Schon wieder diese Fake Felice hier, Alter. Ich hab manchmal das Gefühl, dass hier ist so ein Paralleluniversum, Alter. Müssen diese Cappuccellos sein.
Ich weiß nicht, wie viele hier drin sind. Ich glaube, die wurde schon benutzt. Kommt so eine raus. Ja. Cool, so ein Dach auffahren, ne? Um die Donovan zu erreichen, muss man bei Blut und 3 Neugeborene auffahren. Billy, Alter, hat mich heute um 12:30 in dem, im Mittag angerufen. Okay.
Auch nicht da. Nee. Wie einfach jeder wieder den Pecinos freien Samstag macht. Ja, es ist halt echt so, ne? Pecinos sind samstags nicht da. Also ich bin immer wieder mal da. Falls irgendwer jetzt denkt, dann sind die Pecinos ja leichte Beute. Aber warte mal. Oakley wäre. Ah, ich weiß halt nicht. Ich weiß nicht, wie die aktuellen, ne? Könnte ja nachher für Ärger sorgen. Das ist ja schon unverschämt, mit jemandem aufzutauchen. Man weiß ja nie, was, nur böses Blut nachher. Einen wunderschönen guten Abend, Ihnen. Ja, guten Abend, Miss von Beek. Wie geht es Ihnen? Ja, sehr gut tatsächlich gerade. Und Ihnen? Ja, wirklich. Naja, man kann sich nicht beklagen. Sagen Sie, sind Sie unterwegs gerade? Ja, ich sitze gerade im MD und warte auf eine Freundin. Im MD sitzen Sie? Genau. Wieso, was ist denn vorgefallen? Naja, wir waren zu zweit im Auto unterwegs, sie ist gefahren und auf einmal lag sie bewusstlos hinterm Steuer. Ja, ich verstehe. Sagen Sie, was haben Sie gestern gemacht? Nicht viel. Ja. Also tatsächlich fast gar nichts. Ja, ich verstehe. Hat das einen Grund, warum Sie nichts getan haben? Naja, der Hauptgrund war, dass ich mich stark meiner Doktorarbeit gewidmet habe. Ah. Gut, dann. So ist sie zumindest nicht in einem Sarg drin. Ja, ich verstehe. Gut, das heißt, Sie hatten einen wirklich ruhigen Abend gestern gehabt, ja. Das kann man so sagen, ja. Ja, ich verstehe. Also abseits von mittelalterlicher Tugendlehre war der sehr ereignislos. Ja gut, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Dann wünsche ich Ihnen vorerst noch einen angenehmen Abend. Ja, ebenfalls. Auf Wiederhören. Ja, haben wir das auch erledigt, ne? Finde ich gut. Alter, wo ist Lami, Alter? Wann habe ich Lami angerufen? Vor 10 Minuten. Ja. Yeah. Guten Abend. Wie lange benötigen Sie noch? Eine Minute. Ja gut, dann bis gleich. Bis gleich.
Guten Abend, Mr. Napier. Ja, guten Abend, Mr. Westbrook. Wie geht es Ihnen? Soweit ganz in Ordnung. Und Ihnen? Ja, man kann sich nicht beklagen. Sagen Sie, was machen Sie gerade? Ich stehe gerade mit einer von den Unicorn-Ladies und bespreche etwas. Ja, ausgezeichnet. Dann ziehen Sie sich was feiner an, dann werden Sie gleich abgeholt. Wo sind Sie denn genau? Das nächste hier in der Nähe wäre das El Salva. In Vespucci sind Sie? Ja, na, ich residiere in Vespucci. Ja, alles klar. Gut, dann kommen Sie dorthin, ja. Mach ich. Gut, bis gleich. Gleich. Ja, guten Abend. Guten Abend. Gut, wir müssten einmal kurz zum El Salva fahren und jemanden abholen. Alles klar, machen wir. Was ist ein El Salva überhaupt? Ist das nicht das Café? Ist das nicht ein wunderbarer Tag heute? Ja, hervorragend, nicht wahr? Wirklich, wunderschön, ja. Wie kommen Sie drauf? Nee, heute, ich weiß nicht, heute läuft alles schief irgendwie bei uns. Und deswegen war das mal so ironisch. Ja, dann hoffe ich, dass Sie mir jetzt kein Unglück bringen. Nee, denke nicht. Eigentlich bringe ich nie Unglück. Was ist denn heute bei Ihnen schiefgelaufen? Naja, die Kunden rufen an sind die da nicht mehr da, wo die abgeholt werden wollten, und dann geht das Telefon nicht und sowas halt, ne? Ja, ich verstehe. Sind Sie der Einzige heute im Dienst? Nee. Heute sind einige im Dienst. Ja. Gut, das heißt, es gibt genug, die Sie ersetzen können, ja. Auf jeden Fall. Für immer. Ja, ausgezeichnet. Wie schaut es denn mit Miss Oakley aus? Ist sie ebenfalls am Arbeiten? Heute habe ich den nicht gesehen, ne. Meine Güte. Sputschi, was für ein Drecksloch, nicht wahr? Ja. Ist nicht so schön hier. Und hier kommt jetzt noch jemand? Ja, halten Sie mal die Augen offen. Ja. Ja. Ja, wo sind Sie denn? Ich bin sofort da. Ja gut, dann bis gleich. Bis gleich. Gut. Wissen Sie denn schon, wo der nächste ATM ist, Mr. Lamy? ATM, ja. Den werde ich finden.
fahren wir denn gleich hin? Zu der Winery. Da ist eine Hochzeit. Und davor brauchen Sie ein ATM? Ja. Okay, ja, kriegen wir hin. Wer heiratet denn? Miss Mia Davis. Ah, ja, sagt mir was. Ja, und Mr. Bobby McLeod. Wunderschön. Hochzeiten sind doch toll, oder nicht? Zumindest das Essen. Ja. Hochzeiten sind ein Pflichttermin, den man wahrnehmen muss. Ja. Guten Abend. Ja, guten Abend. Gut, dann fahren wir mal zum ATM. Mach ich. Welch ungewöhnliches Transportmittel. Ja, wir werden jetzt zu einer Hochzeit fahren. Auch zu der Hochzeit von Miss Davis? Ja, durchaus. Oh. Waren Sie ebenfalls eingeladen? Nein, ich glaube nicht, dass Miss Davis bevorzugen würde, mich da zu haben eigentlich. Ach, Sie kennen sich. Naja, ich habe ja Miss Davis im Varieté noch kennengelernt. Naja, stimmt. Ich glaube, Miss Davis ist immer noch nicht so ganz gut darauf zu sprechen, dass ich mehr oder weniger ihren Job übernommen habe. Ich muss leider davor ganz kurz tanken. Sind Sie nicht getankt zum Italy gekommen? Naja, das Problem ist wunderbar. Ach Mann, Leute, Alter! Oh, ein Gast. Ah, Leute, Leute, Leute. Verbinde ich mich denn jetzt? Zu mir, ich komme gleich. Dann ich würdest du ja auch was länger brauchen, wahrscheinlich, oder? Komm, lass mich wieder rein. Langzeit-RP. Ja, ich finde es auch nicht so toll. Macht man nicht, ne? Leute warten lassen. Das machen wir nicht. Mm.
Ah, er ist nochmal weg. Ich wusste, dass der Waffenbug da ist, Alter. Gut, dann würde ich sagen, wir haben wir einen Grund, dass sie dabei sind, nicht wahr? Sie kommen stellvertretend für das Varieté. Ja. Natürlich in Begleitung von mir. Ja, ich verstehe. Gut, ansonsten, wie geht es Ihnen? Ja, soweit ganz gut. Die letzten Wochen waren etwas stressig, aber das wird sich schon wieder fangen. Und Ihnen? Ja, man kann sich weitestgehend nicht beklagen. Das freut mich zu hören. Oh, ein Gast. Sagen Sie, Sie stehen ja ebenfalls im engen Austausch mit Miss Romero, nicht wahr? Richtig, ja. Wie geht es ihr denn aktuell? Meines Wissens nach so einigermaßen. Einigermaßen, sagen Sie. Ja, ich denke, es ist auch sehr stressig mit dem Unicorn und allem. Ja. Yeah. Ich meine, ich bekomme es ja selbst mit. Ist Ihnen da was Bestimmtes aufgefallen? Also ich habe mich gegen das Tanken entschieden. Wir tanken einfach woanders. Ja, die Yin Yang ist ja auch immer sehr überlaufen. Ja, bevor wir da ewig warten. Ich hörte, sie ist voller Krimineller. Ist da was dran, Mr. Lamy? Ja, das sind auf jeden Fall oft Schlägereien und so. Also eigentlich immer, wenn ich da bin, dann schlagen die sich auf einmal, ne? Wer ist denn die? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich weiß, dass das die Vagos da oft sind und dann irgendwelche Leute aus dem Süden und dann treffen die sich und dann schlagen die sich auf einmal. Gut. Und da wird immer Gras verkauft. Denken Sie dran, wir müssen noch zur Bank, ja? Ja, ja. Das machen wir jetzt in einem. Müsste ein Bankautomat sein, ja. Ja, natürlich. Bitte schön.
Gut. Ja, Miss Lamy, kennen Sie die Braut und den Bräutigam? Naja, diese Mia Davis, ist das nicht die Dame von dem Bademoden-Geschäft? Ja, ganz genau. Ja, sie kenne ich, ihn aber nicht. Ja. Stehen Sie ihm gut mit ihr? Nee. Ab dort Hausverbot. Ja, hervorragend. Habe ich ja die zwei richtigen Kandidaten dabei, nicht wahr? Ja, das stimmt wohl. Also, um es noch schlimmer auszudrücken, eigentlich hasst sie mich, ja. Aber ich weiß gar nicht, wieso. Gut, heute sind Sie ja als mein Fahrer dabei. Ja. Glauben Sie, ist überhaupt jemand auf dieser Feierlichkeit? Von allen Geschäftspartnern, die ich kenne, treffe ich die zwei Personen, die ein Problem mit ihr haben. Ich habe kein Problem mit ihr. Sie hat eins mit mir. Ja, eben. Bei mir ist das genauso. Aber muss es denn auch nicht irgendwie an der Person selbst liegen? Fragt man sich jetzt natürlich. Und da kann ich Ihnen sagen, ja, es liegt an der Person. Wobei man auch sagen muss, Miss Davis wirkt auch manchmal vielleicht etwas... ich weiß, was Sie meinen, ja. Ja, das stimmt. Ist bestimmt sehr freundlich. Aber, naja, ist ja trotzdem ein Problem mit mir, weil das hat sie mir ja gesagt. Na gut, so offen war die Kommunikation meinerseits mit ihr nicht. Oh. Ich denke, es wird schon in Ordnung sein. Irgendwo ist es ja auch eine Hommage ihrer Vergangenheit, nicht wahr? Wahrscheinlich. Ja, liebes Brautpaar, liebe Gäste. Bitte schön. Anscheinend muss ich hier auch was sagen. Hat mir vorher, also den Vertrag habe ich nicht unterschrieben.
und wie ich in die Situation gekommen bin, überhaupt hier zu stehen und eine Rede halten zu können. Schönen guten Abend. Ich habe Mia damals eigentlich nur ihren Lieblingscocktail gemixt und verkauft. Die Reden laufen, ja. Reden laufen gerade. Ja, hervorragend. Gut. An dem Tag, wo mir ich müsste auf der Liste stehen. Sie stehen auf der Liste. Deswegen sind wir hier. Tequila, Zitronensaft und Orangenlikör. Ja, würde ich sagen, folgen Sie uns einfach. Aber auch nicht so klingt, als ob mir die reine Alkoholikerin wäre. Auf gar keinen Fall. Ab und zu hat sie auch mal was Alkoholfreies bestellt. Kommt aber seltener vor. Ja, und aus diesen einfachen Bargesprächen im Lolitas hat sich dann eine ja doch relativ enge Freundschaft entwickelt. Und ich wünsche dir, Mia, und dir, Bobby, alles Gute für die Zukunft und auf hoffentlich viele weitere tolle Abende voller Spaß, Freude und noch mehr Alkohol. Auf euch! Werde ich ihnen beiden dann etwas zu trinken anbieten? Ja, warum nicht? Wir würden 2 Whiskys nehmen. Okay, ich gucke, was sich machen lässt. Ja, haben Sie, vielen Dank. Eine wirklich reizende Location, muss man sagen. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Heute feiern wir die Hochzeit von mir und Bobby. Bubat. Ja, Bubat! Jeder kennt Bobby. Ein Mann mit Prinzipien. Er weiß, was er will, und er weiß auch, wie er es bekommt. Wir sehen es ja alle an mir. Bobby habe ich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Nach ein paar Whiskygläser, ein bisschen Sprechen, hat man direkt gemerkt, was Bobby für ein Mensch ist. Und auf einmal war Mia da gewesen. Dann. Hier den, Mia ist auch eine Person, Tevish. Sagen wir, ja, haben Sie viel. Sie weiß, was sie will. Und sie weiß auch, wie sie es bekommt. Dankeschön. Sehen wir lassen ja sie sich schmecken. An Bubat. Vielen Dank. Ich würde sagen, die beiden Herrschaften sind wie Pech und Schwefel. Besser gesagt, sie passen beide sehr gut zusammen, wie Arsch auf Eimer. Ihre Diskussionen sind manchmal wirklich legendär. Wenn Bobby sich was in den Kopf gesetzt hat und er es durchziehen möchte, hat Mia immer was dagegen. Und so kommen diese legendäre Diskussionen. Meistens enden diese Diskussionen mit: Du schläfst heute auf der Couch. Was soll ich noch Großartiges sagen? Ich wünsche einfach dem Brautpaar eine wundervolle Zeit und viel Glück für die Ehe. Ja, liebe Bobby, lieber Bobby, liebe Mia, danke euch für diese Ehre, heute hier sein zu dürfen. Bobby, ich kenne dich ja jetzt auch schon seit echt Ewigkeiten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal bei einer Hochzeit von dir dabei sein darf. Meine Stimme kackt gerade ein bisschen ab. Er ist so ergriffen.
bin leider nicht der beste Redenschwinger hier. Ich möchte euch nur sagen, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Und Mia, du weißt ja, Mason und mich wirst du nicht mehr los. Ja, das war kurz und bündig, nicht wahr? Ja, da hat jemand ein Talent für kompakte Wortwahl. Ja, genau auf den Punkt gebracht. Voller Emotionen. Richtig. Bitte vorlesen. Ich habe keins geschrieben, fang du an. Oh. Alles klar. Ich fange an. Heute, Sweetie, stehen wir hier und ich verbinde mein Leben mit deinem. Nicht nur als dein Ehemann, sondern auch als Freund, mit dem man ja viel Scheiße erzählen kann, sinnlos diskutieren kann und sich im Zweifel vorm zu schlafen gehen noch den Tod an den Hals wünscht. Eins ist sicher, ich werde immer deine Schulter sein, an der du dich ausweinen kannst. Und der Halt, wenn du ihn brauchst. Ich möchte und werde mit dir zusammen den Rest unseres Weges, unseres Lebens gehen. Von diesem Tag an zählen nur noch du und ich. Ich liebe dich. Süß. Ich versuche noch die passende Musik zu finden. Maschine. Maschine. Ich hol Mitte. Ah, ist mit Vocals, so. Okay, ich bin ein bisschen nervös. Tatsächlich habe ich das schon geschrieben, als du mir den Antrag gemacht hast. Okay, die hat es bestimmt gut gemacht. Ja. Bobby, du bist mein Freund, mein Geliebter, mein Weggefährte und Vertrauter und auch meine größte Herausforderung. Aber am wichtigsten ist, du bist der wichtigste Mensch meines Lebens und machst mich glücklicher, als ich es mir je ausgemalt hätte. Durch dich fühle ich mich aktierter, als ich es je erhofft hätte. Du hast mich zu einer besseren Person gemacht, weil sich unsere Zuneigung füreinander widerspiegelt in der Art, wie ich lebe. Durch dich lache ich, lächle ich, traue ich mich zu träumen. Ich werde mit dir träumen, ich werde mit dir feiern und ich werde immer an deiner Seite gehen, ganz gleich, welche Hürde das Leben für uns bereithalten wird. Überglücklich blicke ich in unsere gemeinsame Zukunft und darauf, den Rest meines Lebens hier zu verbringen. Als wir uns das erste Mal trafen, dachte ich, dass ich kein Interesse an dir als Mann haben werde.
Bin ich nicht nah genug dran? Entschuldigung, okay, Entschuldigung, ich bin echt nervös. Als ich vor mehr als 2 Jahren das erste Mal Fuß auf diese Insel setzte, war ich mir sicher, dass ich niemals wieder eine Beziehung führen möchte, zumindest keine so tief und innig wie unsere. Wie falsch ich doch lag. Denn mit der Zeit und Zuckerbrezeln hast du dich in mein Leben und mein Herz geschlichen. Ich glaube an dich, an die Person, die du bist und die Person, die du sein wirst. Und ich glaube an uns als Paar, dass wir zusammen sein werden. Ich nehme dich von ganzem Herzen zu meinem Ehemann, deine Schwächen, Stärken kennen und akzeptieren, so wie du meine erkennst und akzeptierst. Ich gebe dir, vor allen, die heute diesen Tag mit uns verbringen, mein Versprechen, an deiner Seite zu sein, als deine Vertraute, als dein Steuermann, dein Tröster, deine beste Freundin. TS spinnt. Oh, schade, Mann. Und dann dieser Welt wertzuschätzen. Und vor allem verspreche ich dir mich selbst. Oh, ein Gott. Bobby, ich habe dir schon zu Beginn unserer Beziehung gesagt, dass ich nicht an Liebe glaube. Dass ich diese Worte wohl auch nie sagen werden könnte. Aber heute, hier und jetzt, möchte ich dir sagen, ich liebe dich. Wie herzergreifend. Und jetzt wird DJ Maus draußen für euch auflegen. Habt Spaß, trinkt und feiert. DJ Maus, den hatten wir auch irgendwo, oder? Wer ist denn DJ Maus? Wie wär's mal, wenn du da deine Arme entspannst? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend, Mr. McLeod. Ich beglückwünsche ihn zu diesem Fang, will ich schon fast sagen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie der Einladung nachgekommen sind. Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet. Ja, tatsächlich. Also es war mir eine große Freude und ein sehr wichtiges Anliegen extra für Sie beide hier zu erscheinen. Das ist schön zu hören. Das freut uns sehr. Ja. Grundsätzlich wollte ich ja sowieso noch, aber das muss nicht heute sein, Mr. McLeod, mit Ihnen ein paar Gespräche führen. Da wäre ich sehr offen gegenüber, auf jeden Fall. Ja, ausgezeichnet. Aber heute sind erstmal die Festlichkeiten. Ja, natürlich. Kann man Ihnen etwas anbieten? Aber wir sind weitestgehend schon gut bedient. Miss Davis auch. An Sie. Ach, Mr. McLeod jetzt wahrscheinlich, ja. Ja, Davis McLeod tatsächlich. Davis McLeod. Hervorragend. So modern, nicht wahr? Genau. Ja, Dinge, an die... meinen Namen ja doch nicht aufgeben kann. Naja, warum auch nicht? Sie waren schon immer eine sehr selbstständige Frau gewesen, nicht wahr? Das ist wohl wahr. Gut, natürlich sind wir nicht mit leeren Händen gekommen. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Wie es sich in einer Ehe gehört, gehen die Umschläge ab sofort jetzt an die Dame, nicht wahr? Und so ist es ja. Vielen herzlichen Dank. Ja, nicht dafür. Alles Gute auch nochmal von mir. Dankeschön. Dankeschön. Dann hoffe ich, dass Sie noch ein bisschen mit uns feiern, ein bisschen die Musik genießen. DJ Maus liegt gerade draußen auf, ist ein guter Freund von uns. Ja, hervorragend. Also, ich denke, ein bisschen Zeit haben wir noch mitgebracht. Sehr schön. Freut mich. Gut, dann möchte ich Sie aber auch nicht von Ihren Festlichkeiten abhalten, nicht wahr? Ja, wir haben uns ja jetzt die Zeit extra für Sie hier genommen.
Ja, ich verstehe. Es ist natürlich eine Ehre, so einen speziellen Gast auch persönlich nochmal willkommen zu heißen. Ich hoffe, die Feierlichkeit war bis dahin zu Ihrer Zufriedenheit gewesen. Ja, doch. Also, man kann sich nicht beklagen, würde ich sagen. Es lief alles bis jetzt wie geplant. Alle Freunde und die wir eingeladen haben, sind der Einladung nachgekommen. Und ich glaube, was Besseres gibt es ja gar nicht. Wenn man weiß, dass eine Freundin so einen besonderen Tag mit einem feiern möchte. Ja, durchaus, da sagen Sie was. Sagen Sie, Miss Oakley ist aber nicht hier, oder? Nein, leider nicht. Die hatte zugesagt, musste dann aber doch leider absagen. Aber sie war eingeladen, ja. Ja, wie bedauerlich. Ja, das finde ich auch. Wäre schön gewesen, sie hier zu haben. Sagen Sie, der 1. April ist ja anscheinend ein besonderer Tag. Haben Sie ihn bewusst ausgewählt oder wie kam es dazu? Ja und nein. Aber natürlich der 1. April. Viele haben tatsächlich nachgefragt, ob das ein April-Scherz sein soll. Das macht es gerade zu etwas Besonderem, dass wir den 1. April ausgewählt haben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So wie es jeden Hochzeitstag zu was Besonderem machen wird, nicht wahr? Mhm. Das ist gut für ihr, Bobby, zu merken. Ja, genau, das ist der Grund. Aber niemand von unseren Freunden hat erwartet, dass wir, egal ob sie oder ich, überhaupt mal wieder heiraten möchten. Ich glaube, deswegen war das mit dem 1. April umso interessanter. Aber ja. Gut. Ich würde mich tatsächlich immer wieder unter die Gäste mischen. Ich will sie nicht so lange allein lassen. Mach das. Ich hoffe, Sie haben aber noch einen schönen Abend. Ja, Sie ebenfalls, natürlich. An der Bar gibt es wunderbaren Whisky und awesome Ellis. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich hörte schon davon. Sagen Sie, gibt es auch den Wein, der hier hergestellt wird? Leider nicht. Naja, Whisky geht sowieso besser runter, nicht wahr? Ich glaube, Bobby würde Ihnen da voll und ganz zustimmen. Ich bin eher der Tequila-Trinker. Gut. Tequila. Interessant, Miss Davis. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und wir werden bestimmt später nochmal die Gelegenheit haben zu sprechen. Ja, ebenfalls. Ja. Sagen Sie, Sie hatten eine gewisse Abwesenheit, nicht wahr, in dieser Stadt gehabt? Ja, das ist so korrekt. Aber circa ein halbes Jahr in der Heimat. Aber wie es dann so ist, die Sehnsucht hat mich irgendwie wieder zurückgetrieben. Ja, ich verstehe. Ja, Sie sagen was. Diese Stadt hat etwas, nicht wahr? Ja, tatsächlich. Auch wenn man manchmal ein wenig in Sorge ist, sein Ende hier zu finden. Ja, auch das kann man so unterschreiben, ja. Wie haben Sie denn diese Woche Zeit? Die Woche bin ich eigentlich recht flexibel. Ich würde mich da ganz nach Ihnen richten. Dienstag, Montag haben wir, glaube ich, Henker. Ja, dann würde ich doch sagen, wir peilen mal den Dienstag an. So in den Abendstunden, 21, 22 Uhr. Ja, das klingt ausgezeichnet. Oh, ja, perfekt. Sie ein Gast. Können gerne mein Gast sein. Italy. Ja, sehr gerne. Da gibt's einen guten Kaffee.
ja unter anderem, nicht wahr? Mhm. Aber ich denke, vielleicht wird Ihnen der Whisky da auch zusagen. Haben Sie einen hauseigenen? Nein, ich denke, der wird auch angeliefert. Das überlässt man eher den Fachleuten, nicht wahr? Ja, natürlich. Ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass so ziemlich jeder Laden hier mittlerweile seinen eigenen Whisky anbietet. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt so das Hauptgetränk in einem italienischen Restaurant, oder? Naja, sollte man meinen, nicht wahr? Allerdings, Amerika. Hm. Da wird es nicht so genau genommen mit den kulturellen Wurzeln, nicht wahr? Alles ist amerikanisiert. Na, wohl so. Aber naja. So steht denn unser Land nun mal dafür da. Wir nehmen es von jemand anders und machen es besser. Ja, solange es besser ist. Ja, durchaus. Sagen Sie, wie sieht's denn mit dem Aldente aus? Haben Sie damit noch was zu tun, oder? Tatsächlich, nachdem ich wiedergekommen bin, habe ich ein Gespräch mit der Besitzerin angepeilt und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und man versteht sich, man kann miteinander reden und dabei bleibt's. Ich habe mit dem Laden sonst eigentlich nichts weiter zu tun. War hier und da immer mal wieder da. Hab ein bisschen was gegessen, was getrunken, aber sonst, naja. Die Stadt ist schnelllebig und so hat sich eben auch da einiges getan wohl. Auch wenn ich immer noch nicht so ganz durchschaut habe, was genau. Ja, ich verstehe. Naja, so ist es mit der Stadt. Sie ist sehr schnelllebig hier. Ja. Aber das Aldente war immer ein recht angenehmes Ambiente gewesen. Ja, tatsächlich. Gewöhnungsbedürftig für manche einen, aber prinzipiell recht bequem, ja. Naja, es bringt alles mit sich. Eine interessante Lage. Und einen gewissen Charme. Das definitiv. Wobei, glaube ich, gerade Downtown sein gewissen Ärger mit sich bringt, nicht wahr? Ich hörte, es gibt mittlerweile sehr viele Obdachlose dort. Ja. Ich habe da auch schon hier und da ein bisschen was mitbekommen. Ich war, warum auch immer, anfangs des Öfteren wieder mal am Stadtpark. Und ja, wurde da halt auch das ein oder andere Mal angesprochen. Aber so ist das nun mal. Bleibt in einer so großen Stadt wohl nicht aus. Ja, durchaus. Und trotz allem haben Sie keine Bestrebung mehr, zurück zum Aldente zu kommen, oder? Nee, tatsächlich, bin ich mehr so nach dem Prinzip gegangen, dass ich alte Geister ruhen lassen wollte. Also im Grunde genommen ein richtiger Neuanfang, ja.
So kann man sagen, ja. Naja, warum auch nicht? Sagen Sie, haben Sie einen Drink bei sich? Leider nicht. Ich organisiere was. Ja, wie gesagt, nachdem ich hierher kam, schnelllebige Stadt. Viele alte Bekannte waren weg. Was war das denn? Das krieg ich. Und so blieb mir fast nichts anderes übrig, als naja, nochmal von Null anzufangen. Ja, ich verstehe. Naja. Dann umso besser, dass wir uns am Dienstag unterhalten. Ich denke, Sie werden es durchaus interessant finden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Gut, ich würde dann vorschlagen, dass wir das am Dienstag dann in einem kleinen Rahmen halten. Ein Gespräch unter Geschäftsmännern. Unter vier Augen. Sehr gerne. Dann hätte ich... Für Sie auch, Mr. Napier. Nein, vielen Dank. Ich habe gerade eben noch einen. Und für Sie, der Herr? Ich bin ebenfalls versorgt. Dankeschön. Gerne. Gut, dann würde ich sagen, auf das Brautpaar und auf den Neuanfang. Auf den Neuanfang. Salut. Auf den Neuanfang. Yes. Lunche. Oh, ein Gast. Oh, Sir. Guten Abend. Ja, guten Abend. Hi. Ja, was händen denn so? Was? Oh, ich hatte irgendwas gecrashed oder so. Schweigt euch die ganze Zeit schon so an. So, ich soll euch von mir ausrichten, dass ihr jetzt auf die Tanzfläche gehen müsst, sonst schneidet sie euch die Ohren ab. DJ Maus legt extra auf. Ja, allen. Uns beiden, oh oh. Gut, dann möchte ich sie auch nicht weiter davon abhalten. Ja. Du kannst natürlich auch auf die Tanzfläche, das sonst Ohren ab. Und tatsächlich war ich noch nie ein großer Fan von meinen Ohren. Ach so, also können die ruhig ab. Bringen Sie das Messer und legen Sie los. Irgendwer meinte, hat von euch jemand ein Messer? Nein. Nein. Die sind ja auch illegal, haha, das war ein Test. Das ist eine Fangfrage. Na gut. Habe ich nicht verstanden. Ja, dann schnell weg, sonst sind die Ohren ab. Wir kommen gleich. Begleite sie besser, sonst sind die Ohren auch mit ab. Komm, lass tanzen gehen. Oh, ich hab dem Gefühl, ob sie Bock hat rumzumachen, aber die hat einen Freund in Mexiko. Ach ja. Weebay. Ich, interessanterweise habe ich diesen netten Herrn kennengelernt und,
Da ist es spannend. Ja, war unterm Strich ein guter Mann. Ja, er wirkt sehr freundlich. Gut. Naja. So. Dann, Ja, dann würde ich empfehlen, dass sie besser die Hufen schwingen. Sonst fehlt ihr nachher noch ein Ohr für Dienstag. Ja. Gut. Infolgedessen kann ich Ihnen schon sagen, dass das Gespräch natürlich, da haben Sie mein Wort drauf. Ein Gespräch ist. Sie müssen nichts befürchten. Mach ich kurz weg. Falls Sie das wünschen, kann ich auch kurz zur Seite gehen, falls Sie unter vier Augen sprechen möchten. Nein, alles gut. Wir machen das am Dienstag. Also mich persönlich stört Ihre Anwesenheit jetzt nicht. Ja. Ja. Hören Sie mich nicht? Ach, kann sein, dass Sie mich nicht hören. Nein, wie gesagt, ich habe nichts dergleichen erwartet. Ah, okay, perfekt. Ja, ausgezeichnet. Gut, dann, Mr. Westbrook und ich werden uns noch ein wenig unter die Leute mischen und werden dann später schon weiter müssen zum nächsten Geschäftstermin, bedauerlicherweise. Ja, kein Problem. Genießen Sie noch ein bisschen die Feier. Ich meine, für Speis und Trank ist genug gesorgt. Ja, haben Sie nochmals vielen Dank für die Einladung. Selbstverständlich. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Guten Abend, ihr beiden. Ja, guten Abend, Mr. Siedler. Guten Abend. Wie geht es? Aber für dich ein. Für dich ein. Danke. Ja, den Umständen entsprechend, ne? In der linken Schulter ein Loch, rechte hintere Schulter Durchgang. Also. Wie soll es denn da groß gehen? Ja, tatsächlich. Was ist denn vorgefallen? Ja, ja. Ja, eine Auseinandersetzung und eine Meinungsverschiedenheit. Nichts Wildes. Aber erstmal, runter mit dem Zeug. Skoll. Ja. Yeah. Salut. So, schon euch zwei zu sehen. Vote auf Gegenseitigkeit. So, wie geht's denn euch so? Naja, man kann sich weitestgehend nicht beklagen. Das ist schön zu hören. Tatsächlich müssten wir uns die Tage ebenfalls mal treffen, Mr. Silas. Boah, können wir gerne machen. Also ich bin morgen nicht da, aber sonst rufe an, ich komme vorbei. Ja, ausgezeichnet. Ich war jetzt längere Zeit auf Geschäftsreise gewesen, aber ich sollte jetzt diese Woche wieder Zeit haben, die Geschäfte hier in der Stadt anzugehen. Aber wie das heute mal so ist, so. Ja, durchaus. Aber ich nehme an, Sie hatten schon Kontakt zu Mr. Jackson gehabt, ja. Naja, wir haben das aus der Welt geschafft. Ja, ausgezeichnet. Also, Aiden hat mir soweit alles erklärt, warum, was, wie und so weiter. So, haben wir auch gesagt, von unserer Seite aus fein, wir verstehen das, so was da jetzt war. Ja, ich verstehe. Naja, Dinge passieren halt, nicht wahr? Ja, richtig, richtig. So. Sagen Sie, jo. Spricht Ihnen diese Location jetzt so? Überhaupt nicht, Mann. Ich fühle mich hier jedes Mal falsch, wenn ich hier eingeladen werde. Ja, da sagen Sie was. Boah, ich weiß ich nicht. Stand mal in Verhandlungen, das Objekt hier zu kaufen und... Ach was? Ja, durchaus, aber...
Es gibt anscheinend so ein Grundrecht, dass es so stehen bleiben muss. Ich wollte es niederreißen lassen. Ah, ja, schade. Was wolltest du denn hier hinbauen? Naja, es wäre ein Anwesen gewesen, tatsächlich. Zum Wohnen, aber... Naja. So wie es hier ist, das spricht mir nicht so. Es ist so gehoben, verstehen Sie. Aber gehoben, da sehe ich dich irgendwie. Also, dort euer Stil, oder nicht? Also mir gefällt das eigentlich ganz gut. Naja, wissen Sie, ich bin ein einfacher Mensch. Ich bin auf einer Farm groß geworden. Ich mag es dahingehend lieber etwas schlichter. So, dass man noch das Gefühl hat, man muss selber Hand anlegen. Verstehen Sie? Na gut, das verstehe ich, auf jeden Fall. Gerade hier mit diesen ganzen Feldern, da kommen schon Heimatgefühle auf, aber wenn ich hier bin und das Gefühl habe, ich werde ich nur meine Zeit verbringen mit einem goldenen Löffel in der Hand. Nehme ich mir doch eher den Streik. Da bin ich komplett bei dir, Mann. Ja, wie du schon gesagt hast, hier gerade mit den Feldern da hinten und alles. Das ist echt geiles Ding so. Da kann man echt was draus machen. Weil wenn man selber Bock drauf hat, ein bisschen zu arbeiten, so farmmäßig oder pflückermäßig, würde auch sehe ich. Ja, durchaus, so für den kleinen privaten Gebrauch, nicht wahr? So. Für exquisite Runden, so einen gehobenen Wein, nicht wahr? Der irgendwie runtergeht. Ich habe zwar nicht den Gaumen dafür, aber. Na gut, für Wein, da kriegst du mich auch nicht mit begeistert. Wobei mal geht das, wenn das ein wirklich guter ist, aber sonst, ah. Naja, tatsächlich habe ich immer mit vielen Geschäftsleuten zu tun, zumindest früher, die sehr versessen auf Wein waren. Glücklicherweise auch Whisky, so hatte man natürlich Alternativen, aber immer gab es Wein. Wein, Wein, Wein. Aber wenn man da wenigstens Whisky als Alternative hat, dann ist es wenigstens etwas. Hallo. Hey. Sagen Sie, und sonst gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei Ihnen? Ah, keine wilden. Keine wilden. Eigentlich alles beim Alten. So zwei verlorene Söhne sind wiedergekommen. Das ist der eine, der andere ist nur zum Besuch gewesen. Aber sonst nichts Gravierendes eigentlich. So waren jetzt ruhige Tage. Ja, bis auf ein, zwei Meinungsverschiedenheiten mit ein paar Leuten, aber davon ab ruhige Tage. Ja, da sagen Sie was. Naja, ich würde sagen, die Geschäfte haben für viele stillgelegt, nicht wahr? Gerade nach, ja, nach diesen Dingen mit diesen Terroristen, nicht wahr? Haben mir fast die ganze Insel umgekrempelt. Ja, das ist richtig. Vor allem in dem Stil, in dem die das gemacht haben, das war ja nicht gerade eine Kleinigkeit, was sie da erledigt haben mit dem PD in die Luft jagen und alles, und was da nicht passiert ist. Ja, da sagen Sie was. Wissen Sie, ich sage immer, es ist eine Sache, wenn man mit Geschäftsleuten Geschäfte macht. Oder mit Menschen, die fanatisch sind. Diese Menschen neigen oftmals dazu, unkalkulierbar zu sein und, naja, eine Gefahr für jeden hier. Das auf jeden Fall, das sollte man sich achtmal überlegen, wenn man mit solchen Leuten zu tun haben will.
Auf der anderen Seite, bei Fanatikern weiß man, woran man ist, weil die ihre Ziele haben. Ja, naja, sie wollen halt ihre Ziele auf jeden Fall erreichen, nicht wahr? Ja. Egal welcher Weg. Sie suchen sich den einfach geradeaus durch. Alles drumherum ist oftmals Kollateralschaden. Naja, dann wird schnell der Weg des härtesten Widerstands genommen. Aber gut, irgendwie sind die ja jetzt wieder verschwunden, hieß es, weil der Großteil erwischt wurde. Seien wir froh darum und hoffen, dass die nicht wiederkommen. Aber damit der ganze Kram ja ganz normal weitergehen kann. Ja, da sagen sie was. Naja, wer weiß das schon. Nur eine Frage der Zeit, nicht wahr? Richtig. So, aber gut, ihr beiden. Wollt ihr auch immer noch nur auf einen kurzen Schnack vorbeikommen, ein Glas Whisky da lassen. Ich geh mal wieder ein bisschen schwärmen. Ja, alles klar. Einen angenehmen Abend noch. Ebenso, ne? Bis später erstmal. Ja, Operation Black, das war vielleicht was. Haben Sie davon mehr gehört? Naja, also ich sag mal so, das Explosionchen da am Vespucci PD war ja nun unmittelbar neben meiner Residenz, nicht wahr? Also das, da dachte ich auch, ich höre nicht richtig. Ich denke, man kann sich darüber streiten, inwiefern, man jetzt Mitleid mit den Dealern empfindet, aber es war ja doch sehr öffentlichkeitsbezogen. Ja, wissen Sie, was ich immer recht seltsam gefunden habe? Das PD wurde gesprengt, ja. Und es gab keine Verletzten. Nicht mal Tote. Ja. Bei so vielen Angestellten. Ist schon etwas merkwürdig. Und dann ist es auch noch so eine Organisation, von der man nie was gehört hat. Und auch währenddessen man von niemandem was hört. Und sie schlagen die ganze Zeit gezielt zu. Es wäre alles wie perfekt geplant gewesen, nicht wahr? Ja, durchaus. Und die Kontakte, die man gehabt haben muss. Ja, durchaus. Es kommt da eine ominöse Organisation. In dem Moment, wo das PD sowieso recht schlecht steht und die Presse schlecht über sie spricht. Sie greifen nur das PD an. Niemand kommt zu Schaden. Und am Ende ist das PD der Held. Oh, wie könnte es auch anders sein? Haben Sie damals diese Abstimmung gesehen, darüber, ob der Chief of Police erschossen werden soll? Ja, durchaus. Muss ich gestehen, war ja doch schon ein Schmunzeln wert. Naja, er hatte Glück, dass die meisten seiner Officer, glaube ich, recht aktiv sind auf Venture. Ja. Hat ihm wahrscheinlich den Arsch gerettet. Wahrscheinlich, ja. Wobei, mit Sicherheit auch ein großer Glückspilz ist. Wer weiß schon. Ja, da sagen sie was. Er schafft es immer wieder, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich glaube, ja. Wenn ich meine Nachricht hier richtig gelesen habe, dann ist Mr. Lamy weg.
Ja. Ja, ja, die Limousine ist auch weg. Hallöchen. Ja, Mr. Lamy, wo sind Sie denn? Ich dachte, Sie sind hier irgendwo mit den Gästen. Ich hatte einen dringenden Termin, musste ganz schnell weg. Okay. Ich kann sofort wieder herkommen, bin in der Nähe. Ja, dann. Kommen Sie uns doch ab. Alles klar, bis gleich. Ja, bis dann. Gut, er müsste sich jetzt auf den Weg machen. Lassen Sie uns doch kurz Mr. Maus anschauen. Oder war es DJ Maus? Sowohl als auch, tatsächlich. Ach, er heißt doch Maus. Ja, Tim Maus. Dein EDM-DJ meines Erachtens. Ja. Kann man mögen. Muss man aber vielleicht auch nicht. Ja, ich würde sagen, damit haben wir schon genug gehört. Eine wundervolle Feier. Ganz richtig. Waren Sie schon mal hier drin? Ich glaube, hier drin noch nicht. Auf dem Grundstück ja. Aber ich glaube, bis jetzt meist vor der Tür. Boah, jetzt muss ich nochmal hier reingehen, Alter. Beeindruckend. Ja, sehr konventionell. Das ist doch ein Ort nach meinem Geschmack. Sehen Sie sich das mal an. Es wird anscheinend immer noch recht traditionell gemacht, nicht wahr? Ja. Das heißt, wie nennt sich das? Ein Wirt ist das, nicht wahr? Stellt sich das möglich? Oder Winzer nennt sich das. Stellt sich dort rein und trampelt das mit seinen Füßen kaputt, ja. Ja, wie geschmackvoll. Eine ganz persönliche Note. Da könntest du mit deinen Zähnen schon Probleme kriegen, nicht wahr? Aber hat die Winery nicht sowieso geschlossen? Ja, wirklich? Sie ist geschlossen? Ja, na, ich meine, die haben ihre Lizenz verloren, weil sie keinen CEO gefunden haben. Wie? Und dann ist sie komplett geschlossen worden? Ja, deswegen ging auch ein Großteil der Produktlinie von, Innerstaats hergestellt, so aus dem Ausland exportiert und wird jetzt durch Cypress vertrieben. Was? Durch Cypress? Ja. War ja der Billigfusel. Oh, ein Gast. Das gibt's. Entschuldigung, darf ich einen Moment stören? Ja, selbstverständlich. Nur damit Sie sich nicht wundern, ne? Wir planen gleich eine Brautentführung, ne? Dass Sie nicht verwundert sind, ne? Ja, ich verstehe. Wollen wir Sie soweit informieren? Ja, machen Sie sich keine Gedanken. Tatsächlich werde ich gleich zu dem nächsten Geschäftstermin müssen. Ah, okay. Natürlich. Dann wünschen wir noch einen schönen Abend. Genau. Ja, ebenfalls. Aber ansonsten. Ja. Eine wirklich, wirklich hervorragende Location. Eine wundervolle Feier. Auf jeden Fall. Da war viel Mühe hinter und viel Planung die letzten Wochen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Haben Sie das alle selber gemacht oder hatten Sie da sowas wie einen Planer für? Nein, nein, das machen wir alles selber. Richtig. Dafür will es immer, wenn man will, dass es richtig macht, dann macht man es selber. Ja. Ja, da sagen Sie was. Ja gut, hervorragend. Sagen Denn, Sie nur rein aus Interesse, ja. Wie genau wollen Sie sie entführen? Wir haben zwei Gruppen von uns und draußen steht eine Truppe von uns, die das alles geplant haben. Ich bin dann später für Bobby dann der Fahrer tatsächlich. Das ist sowas wie eine kleine Schnitzeljagd mit kleinen verteilten Informationen halt und er darf sie dann suchen. Das ist dann sozusagen, da stehen wichtige Erlebnisse drauf, die sie zusammen hatten. Das erste Treffen, das erste Date und
halt auch, wo der Antrag stattfand und in bloß in kleinen verschlüsselten Informationen, wo er dann am Ende da hinkommt. Wie sie genau entführt wird, das macht die Truppe, die draußen steht, gleich. Tatsächlich bin ich damit involviert, das zu machen. Ach, du bist derjenige, der sie rausholt gleich. Hm. Ich verstehe. Wann ungefähr sagten Sie, machen Sie das? Ich würde sagen, innerhalb der nächsten 10 Minuten, würde ich sagen, dann stattfindet. Ja, ich verstehe. Naja, vielleicht schauen wir es uns noch kurz an. Okay. Gut, dann will ich Sie davon aber auch nicht abhalten. Ich danke Ihnen. Perfekt. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, viel Erfolg. Danke. Danke. Immer lauter die Musik. Die Tür ist nicht offen. Die andere Tür ist offen. Ja, vielen Dank. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend. Ja. Guten Tag. Ja, guten Abend. Warten Sie noch recht kurz. Es wird hier gleich noch eine Entführung geben. Oh, hört sich gut an, ja. Ja. Sagen Sie, Mr. Westbrook, sollte es hier stattfinden, oder? Naja, ich gehe mal davon aus. Zumindest würde ich das aus der Aussage, die die Herrschaften gerade getätigt haben, ableiten. Ja. Ey, diese Musik, Alter, sie verfolgt mich. Wäre auch nicht bekannt, dass man von woanders das Grundstück mobil verlassen könne. Mhm. Denke mal, das ist die Truppe, die da vorne steht. Ja. Ja, anscheinend. Ja, parken Sie doch einfach schon mal die Limo. Wir fahren danach los. Wo soll ich die parken? Ja, am besten einfach hier am Rand irgendwo. Hallo, es tut mir leid, wenn ich Sie störe, aber wir müssten tatsächlich gleich mit dem Granger, wenn wir die Braut entführen möchten, hier längs. Ja, ich park woanders. Ja, Dankeschön. Ja, okay. Gar kein Problem. Ich hab's dem Fahrer gerade schon gesagt. Genau. Vielen Dank. Dann parke ich woanders. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Eigentlich hätte ich sie auch reinpacken lassen können. Ich hätte sie einfach locker rauslocken können, ne? Aber dann, ja. Haben Sie schon mal eine Entführung mitbekommen, Mr. Westbrook? Naja. Also ich sag mal, so am Ende des Tages, wann weiß man denn schon mal wirklich, ob es jetzt eine Entführung war? Ich meine, wenn man leidenschaftlich gerne solche Späßchen hier reißt. Das ist ja dann Auslegungssache, möchte ich meinen. Ja, ganz genau. Scheint auch öfters sowas vorzukommen. Solche Scherz unter Freunden, nicht wahr? Eben. Und ich meine, solange ich die Person nicht kenne, dann oder nicht gut kenne, möchte ich mir gar nicht anmaßen, ein Urteil drüber zu treffen.
hoffe nur, wir stehen hier gleich nicht im Weg. Aber vielleicht kann man hier ja auch nochmal Inspirationen sammeln für ein neues Konzept beim Varieté. Vielleicht ein kleines dramatisches Spiel. Ja, durchaus. Sagen Sie, dieses Stück bei Elemonia. Ja. Wie war es? Wie es angekommen ist, meinen Sie? Ja, durchaus. Angekommen ist es sehr gut. Das ist, in gewisser Hinsicht ja ein Hommage gewesen nochmal an die Arbeit von Mr. DeJoy. Er hatte das Stück ja damals geschrieben und wollte das unter Mrs. Diaz und Miss Davis aufführen, kam dann aber nicht mehr dazu, weil es nicht genug Darstellende im Ensemble gab, und deswegen habe ich mit ihm hingesetzt und dann haben wir geguckt, dass man daraus eine kürzere Version macht, um es eben zumindest in Teilen nochmal aufführen zu können. Auch als Dankeschön für seine Arbeit. Mr. DeJoy verlässt ja den Staat. Oder hat den Staat schon verlassen. Ja, ich verstehe. Wie lange ging es ungefähr? Das waren ziemlich genau 20 Minuten. Ja, das ist auf jeden Fall recht knackig. Ich glaube, das Stück an sich geht länger, nicht wahr? Das Stück, was er damals geschrieben hatte, das ist ausgelegt gewesen auf 1,5 Stunden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, denke ich mir auch. Wenn nicht sogar noch länger. Ja, damit, das habe ich mir auch so ungefähr gedacht gehabt. Bei 20 Minuten, dann geht natürlich einiges verloren. Hat es denn immer noch die gleiche Wirkung dabei? Ich glaube, an sich nicht wirklich. Also, wir haben den Teil aus dem Stück genommen, bei dem die Organisation der Festlichkeit vorbereitet wird und so weiter, auch als Hommage an Elemonia und so. Also, aber so wie ich mit Mr. DeJoy darüber gesprochen hatte, ging es bei dem Stück auch nie um eine tiefere Message oder so, sondern eher um den Spaß am Spiel. Oh, ich glaube, es geht los. Sagen Sie, die Security wusste doch Bescheid, oder? So, das war ja jetzt also sehr. Also, wenn das Elemonia-Stück knackig war, dann war das ja jetzt also Übergeschwindigkeit. Aber mir hat gefallen, wie Luck and Load mitgezogen hat, dieses Nachrennen. Ja, aber die wussten doch davon wahrscheinlich nicht, wahr? Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder auf dieser Veranstaltung wusste es. Nicht, dass noch jemand auf die Idee käme, das PD zu rufen. Wenn wir nicht so. Ja, durchaus. Na ja, komm, lassen Sie uns fahren. Gut, Miss Salami. Konnten Sie es genießen? Naja, ich glaube, so eine Hochzeit ist nicht so mein Fall. Ach, Sie wollen nicht heiraten, ja. Oh, wollte ich vielleicht damals, aber mittlerweile. Nee, besser nicht. Ja, haben Sie nochmal was gehört von Ihrer Dame? Nee, nö. Nicht mal so einen Brief geschickt, ja. Nee. Ja. Dann scheint wohl das Tischtuch komplett zerschnitten zu sein, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall, aber also mittlerweile habe ich auch, naja, damit abgeschlossen ist, vorbei, war ganz cool und alles endete immer, denke ich.
Ja, eine sehr weise Einstellung, Miss Alami. Seien Sie sich immer bewusst, dass alles ein Ende hat. Gut, lassen Sie uns doch wieder in die Stadt fahren. Alles klar. Sie haben eine Begleitung mitgebracht. Ja, zwar, na deswegen bin ich weggefahren. Ich musste ihn dringend aus dem MD abholen. Er hatte, naja, einen kleinen Beinbruch. Ja, ich hoffe, es stürzt sie nicht eben für die kleine Fahrt, ja? Eigentlich wollte ich ihn davor absetzen, aber dann habe ich ihn halt kurz mitgenommen. Ja, stellen Sie ihn nicht vor. Ich stelle ihn sehr gerne vor. Sein Name ist Jonathan Klein, ist ein sehr guter Taxifahrer, war auch früher mal Corsio, aber er ist Taxi, der beste Corsio, den ich je hatte. Und dann, ich fahre nur Taxi, ne? Mehr nicht. Wieso ist er jetzt kein Corsio mehr? Naja, Jonny, erzähl ruhig die Klostergeschichte. Naja, warte, ich war ein Schweigekloster. Bin ich abgehauen, ne? Für ein paar Monate. Dann ist natürlich klar, dass mir auch der Rang entzogen wird, kann ich auch verstehen. Ja, oh, ganz simple Geschichte, ne? Ja, ich verstehe. Ja. Gut, denken Sie mal dran, Sie sind ein hart arbeitender Mitbürger, nicht ein einfacher Taxifahrer. Ja, das ist natürlich... Nicht runtermachen, also. Nein, aber man muss natürlich auch, man darf sich natürlich jetzt auch nicht immer zu sehr einfach auch hochstellen künstlich, ne? Ein großes Ego haben, das ist ja schlecht für den Menschen. Ja, das war richtig gesund. Sagen Sie, wie kamen Sie auf ein Schweigekloster? Ja, das ist natürlich, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie wir alle drauf sind in der Limo, aber da waren ein paar Drogen im Spiel, ne? Und da lässt man sich natürlich vielleicht mal auf die ein oder andere Sache ein, wo man jetzt sagen würde, das mache ich sonst nicht, ne? Auf einen nüchternen Magen. Ich kann es nur empfehlen, ne? Ja, ich verstehe. Ja. Ist natürlich das komplette Gegenteil zu eines Taxi, nicht wahr? So ist es. So ist es. Ich habe das auch Kloster, auf ja. Alkohol, auf Tabak verzichtet, auf jegliche Unterhaltung. Habe mich da wirklich konzentriert, ja, auf mein Inneres auch. Ja? Ja, aber das macht doch Mr. Lamy jetzt auch mittlerweile, oder nicht? Ist ja so. Was denn, kein Alkohol und so? Ja, da haben wir sie schon anders erlebt, nicht wahr? Stimmt. Ja, Alkohol habe ich eigentlich selten getrunken. Also, ja, vielleicht ab und zu mal und wenn, dann halt richtig, aber sonst eher selten. Alkohol bin ich kein Fan von. Aber ich finde auch, wenn, dann richtig. Also nicht immer mal so ein bisschen. Also ich finde, mal zwischendurch ordentlich einen hinter die Birne kippen. Ne? Aber dann reicht auch erstmal eine Wale. Ja, ich verstehe. Naja. Und jetzt sind Sie wieder hier. Ja, ich bin jetzt seit einem guten Monat, glaube ich, so ein bisschen wieder zurück, ne? Ja. Was sind denn Ihre Ziele jetzt? Meine Ziele. Ich habe keine Ziele mehr. Die wurden mir quasi aus dem Körper genommen, ja, im Schweigekloster. Mir wurde gesagt, leben Sie einfach, das ist Ihr Ziel. Bleiben Sie gesund und machen Sie sich keinen Stress. Und ich fahre gern Taxi. Ich mache ein bisschen Spaß. Und das reicht mir. Ich brauche jetzt nicht wieder, ich brauche keine Angestellten-Positionen in irgendwelchen großen Reihen oder QCO, brauche ich alles nicht. Ja, ich verstehe. Das heißt, Sie sind mehr für die kleinen Dinge im Leben. Ja. Na klar. Ich bin froh, so wie es ist und ich brauche jetzt nicht mehr. Ich freue mich, wenn neue Taxen reinkommt. So sieht's aus. ja. Also. Ich habe eine kleine Zwischenfrage.
Aha. Fahren wir zum Italy jetzt oder nach Vespucci oder wo ganz anders hin? Ja, Mr. Westbrook, wohin müssen Sie denn? Ach, das ist eigentlich relativ egal. Also ich werde da Mittel und Wege finden. Ja, naja, wie es am bequemsten ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Salami ist... Richtig, ich fahre bis nach Palito, ich fahre überall. So sieht's aus. Ja, dann, wie wär's denn mit der Alter Street? Das kriege ich hin, ja. Das wäre wunderbar. Also, sagen Sie Bescheidenheit, ja. Was war die Frage jetzt? Na ja, ihr Geschäftspartner. Ach, er so, lebt ja, die Bescheidenheit ja jetzt. Ach so, ja, so sieht's aus. Also ich kann natürlich auch zwischendurch auch mal sagen, okay, heute gönne ich mir mal was, heute hole ich mir einen schönen Kaffee oder zwei Kippen, zwei Schachteln Kippen, so, ne? Oder mal auf Langzeit ein neues Auto. Irgendwie was Schönes, was mit Charme, ne? Nicht diese glatten Autos, aber wirklich mit Kanten irgendwas, ne? Was Artes. Aber sonst soll man sich die Bude formeln, wieder mit irgendwelchen tollen Klamotten? Brauche ich nicht. Ne? Ja, da sagen Sie was. Ja. Den meisten Menschen geht es immer nur um Geld, nicht wahr? Oh, so ist es noch nicht. Das wäre die Alter Street. Das ist er. Gut, dann vielen, vielen Dank für die Fahrt, ja? Sehr gerne. Schönen Abend erstmal noch. Ja, ein angenehmer Abend noch. Ebenso. Ja, dann lassen Sie uns doch einmal zurück zum Italy. Alles klar. Wissen Sie, das sind Prinzipien, mit denen ich was anfangen kann. Ja, das ist doch gut. Viele da draußen sind immer von diesen materiellen Dingen fehlgeleitet, ja, nicht wahr? Ja. Ersticken in Missgunst und Neid und... Das Problem heutzutage ist, dass die meisten immer auf den Teller der anderen schauen, nicht wahr? Es ist auch, ich hab's bei mir selber gesehen, ja? Als ich, Vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, ja, als ich hier frisch war im Staat, ich wollte dies, ich wollte das und dann kamen die ersten Rubel reingerollt, ja, die ersten Dollaris. Ich wollte mir immer neue Sachen kaufen, mein Kleiderschrank ist überfüllt, dann, ja, was mache ich jetzt? Okay, ich muss mir eine größere Wohnung kaufen, damit ich meine Sachen unterkriege. Jetzt im Nachhinein ist das total blöd. Das war einfach der falsche Gedanke, ja. Man muss sich dann verkleinern. Du kannst dir doch, wie viel will man denn noch kaufen? Obwohl, man ist nicht mehr reich, ja, und will trotzdem so viel ausgeben. Ich denke, das ist totale Verschwendung. Aber deswegen, ich habe jetzt einen klaren Durchblick auch durch diese Kloster. Es war hart. Ich möchte das nicht normal machen, aber jetzt im Nachhinein finde ich es gut, ja. Sagen Sie, was macht man den ganzen Tag so in so einem Schweigekloster? Naja, wie soll ich sagen, ne? Also ich würde es jetzt ganz spannend verpacken. Aber... Also ich hatte da einen Meister, so, ne? Der hat mir so ein bisschen... Es gibt da einen Meister, den man für sich finden muss. Und der leitet einem durchs Kloster. Und da schweigt man. Man ist viel in der Natur, steht da rum oder in sein Zimmer. Ganz, ganz minimal eingerichtet, ja. Und da
sitzt man dann. Ja. Auch keine Bücher. Es ist einfach nur man selber und der Meister zwischendurch. Ja, ich verstehe. Wäre das was für Sie, Mr. Lamy? Lamy. Also, nee. Hört sich vom Prinzip her ganz cool an, aber ich glaube, ich könnte das nicht durchhalten. Dachte ich auch, Lamy. Aber vielleicht ist das so eine Sache, die man dann auch lernt, ne? Und, muss man lernen, weil du ja. Kommst ja so einfach nicht mehr weg, glaub mir. Oh. Ja. Vielleicht ist es im Endeffekt echt eine coole Erfahrung. Tja. So, da sind wir doch am Ballast. Ja, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ja, ebenfalls. Einen angenehmen Abend noch. Ja, schönen Abend. Nehmen Sie das hier für die Zeit, die Sie mitgebracht haben. Oh, das ist sehr lieb, aber nicht notwendig, aber vielen lieben Dank. Ja, nicht dafür. Gut. Sagen Sie, Miss Oakley, haben Sie heute was von ihr gehört gehabt? Heute gar nicht, nee. Ich verstehe. Gut, dann. Noch einen angenehmen Abend. Gleichfalls. So. Auch nicht da. Gut, Leute. Dann würde ich gerade sagen, heute unser kurzer, knapper Stream, ne? So, der so ein bisschen aus der Reihe ging. Spätestens nächsten Samstag gibt es dann Until Dawn. Ich hoffe natürlich ein bisschen, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Und cool, dass wir es geschafft haben. Ich habe gerade gesagt, ich komme extra für die Hochzeit heute online. Ich finde es cool, dass wir es geschafft haben für die beiden. Für das Hochzeitspaar. Das sind natürlich Easy-Figuren. Aber es ist halt natürlich auch wichtig, ne? Die Spieler haben da einen Strang. Es ist halt ein wichtiger Strang halt auch für die und so, ne? Und es war ja halt auch cool, dass sie uns eingeladen haben. Das will man ja auch. Ich versuche ja, was geht immer, ne? Gut, dann Dankeschön. Wir sehen uns morgen zur regulären Zeit. Dann natürlich auch ein bisschen länger. Und ja. Gute Nacht. Danke für den lieben Support. Fade to Green. Dankeschön für den Raid. Herzlichen Dank. Und danke für deinen Resub im 19. Monat. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und Dankeschön an alle, die hier gewesen sind. Danke für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich weiß das mega zu schätzen. Und wir sehen uns morgen zur regulären Zeit und dann natürlich auch ein bisschen länger. Ich muss mich ein bisschen eingrooven wieder. Ich bin die Tage so früh pennen gegangen immer. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Vielleicht auch gut so. Müssen wir mal gucken. Ah. Gute Nacht. Bis dann.